So, jetzt rüsten wir uns hart aus mit Schwert und Schild. Mit Schwert und Schild? Oh. Was sind die Zahlen da dran? Was sie an Schaden machen? Wie viel ich das hab, glaube ich. Nee, das passt nicht. Nee? Guck mal. Ach ja. Nee, 5. Schaden vielleicht, die es macht. Das kann sein, ja. Ja, wahrscheinlich. Oh, geil. Ja, das, die Holzfällerachse ist halt auch wahrscheinlich einfach mehr zum Holzfällen einfach gedacht. So. Mhm. Aha. Classic Move. Es wäre geil, wenn man die Kamera ein bisschen weiter rausfahren könnte, wenn man das wollen würde. Oh, ist das ein Vogel? Kannst du bestimmt Kameraperspektiven ändern? Oh, da fliegt was. Ich glaube, das ist eine Insel, eine fliegende Insel. Ja, ja, kann ja auch. Fliegende Städte, alles gesehen, alles gehabt. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hast du so ein bisschen den Chat im Blick oder schwierig? Ich guck immer mal so rüber. Immer mal so drüber. Die Zahlen stehen für Stärke, ja tatsächlich. Okay, wir sind schön, jetzt... Digi, die. Digi, die kennt sich aus, er hat wahrscheinlich ja, der hat schon, der ist so halb durch schon. Der ist seit heute Morgen dabei. Und jetzt? Oh, das ist unter uns. Ah, wahrscheinlich. Ach so. Wir sind schon da, das habe ich gar nicht mitbekommen. Plötzlich irgendwie. Aha. Aha. Schön, dass wir den Pro-Controller haben, ey, und dass ich nicht mit so einer Grütze spielen muss. Wobei man dann mal das authentische Gefühl, was alle Leute hat, die das Spielen haben. Ja, vielleicht haben viele den Pro-Controller. Weiß ich nicht, ey. 80 Euro hat das Moped gekostet. Nicht geschenkt. Nee. So. Wieder mal ein schicker Stein. Ein schicker Stein. Schiegerstein erkannt. Schiegerturm wird aktiviert. Oh. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Verbraucherhinweis. Oh, wie das Auge der Wahrheit. Oh nein, nicht, dass unser Schicker-Dings da jetzt bleibt. Eichhörnchen! Heller aus dem Bild. Oh, hier, die Monster. Guck mal, das ist ein Dunkler. Der ist wahrscheinlich. Ich mag sowas, ne? Ja. Das ist einfach nur gut. Horizon Zero Dawn. Aber es sind Parallelen, ne? Ich habe eben ein, zwei Mal gedacht, weil auch dieses Szenario mit diesem, irgendwie die Technik ist so ein bisschen in der Vergangenheit und so und man entdeckt die wieder. Mhm. Ähnliches Anfangsszenario. Ja, und auch so ein bisschen von den... Sony und Nintendo sind wahrscheinlich auch Nachbarn irgendwo. Und dann hat man sich mal... Haben wir beim Mittagessen sich mal über die neuen Dinge ausgetauscht? Ja. Ja, ja. Karteninformationen werden übertragen. Ach, warte mal, bist du jetzt nach da oben gefahren oder ja, was? Ja, wir sind jetzt hier oben. Das ist ja frech. Oho, hoffentlich ist das auf Wasser geschützt. Unsere Switch geschlonzt. Ah! Ha! Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Dankeschön. Nett. Sehr gut. Sehr nett. Okay, verstehe. Mhm. Aber das, also wird das über Flüssigkeit übertragen? Also unser Schild sieht geil aus, ne? Erinnere dich. Oh. Wissen. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang. Hast du geschlafen? Du weißt also auch nicht, wo das zeitlich eingeordnet ist. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Oh. Sieht aus wie Shenlong. Das ist mal wieder gar. Wie eh und je. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Hey, stress mich nicht, Alter. Ich erkunde hier gerade. Beeile dich. Ach, die wieder, ey. Immer dasselbe mit der. Okay. Okay, Ganon ist tatsächlich jetzt in diesem Moment da dabei, seine Kräfte zu sammeln, weil jetzt ja wieder nicht.
Doch, da wurschtelt es. Ja. Es brutzelt. Kam das jetzt durch unsere Türme auch? Oh. Kannst du ein Foto machen? Aber markieren kannst du Punkte. Und dann auf der Karte werden sie angezeigt. Das habe ich ganz intuitiv gemacht. Guck mal, der hat sogar eine Bewegungssteuerung. Nintendo kann halt nicht ohne. Kann nicht ohne. Selbst im Pro-Controller. Du kannst wirklich, mach doch mal, markier doch mal so einen Punkt auf der Karte und dann guck mal, ob der auftaucht dann jetzt. Okay, markier mit A. Ja, verrückt. Das ist cool. Aber jetzt ist er weg. Ach so, nee, auf der Karte ist er unten. Ah ja, ich sehe ihn aber nur durch das, ja, genau. Durch das Pad. Der fliegt! Der bewegt sich. Ah ja. Ach, ich wollte markieren, mal gucken, was passiert. Guck jetzt nicht mit, auf jeden Fall. Oh, jetzt haben wir mehrere Punkte gelegt. Oh, shit. Wir machen ganz viele Punkte. Fuck. Wie können wir die beenden? Oh. Shit. Shit. Wie entferne ich denn jetzt einen Punkt wieder? Das heißt bestimmt Digidi. Hilfe. Naja. Hier ist ein blauer Kreis. Kann nix. Also der Vulkan, dass der da so komisch steht und sich nicht bewegt, finde ich ein bisschen weird. Kannst du rutschen? Loslassen. Kannst du springen und loslassen. Guck mal, ganz viele Box sind da unten. In einem Trainingslager. Einmal auf die Karte gehen, dann da die Punkte auswählen und entfernen. Ah, okay, Karte. Karte ist Minus gewesen. Ah ja. Ist ein bisschen umständlich. Gestich. Oh, ich habe eine Aufnahme gemacht. Löschen? Ah ja. Mhm. Okay. Oh, das war das? So eine Markierung von uns? Ja. Ja, wir haben ja eben... Du hast auch nochmal so Rampage mal rummarkiert. Noch eine? Nee. Okay. Danke, Digidi. Okay. Da ist unser erster... Ich dachte, wir finden es früh genug raus. Also Fallschaden ist aktiviert. Info vielleicht an euch. Probiert es nicht nach. Ups. An dieser Stelle werden Hinweise eingeblendet, die dir auf deinem Weg... Ja, geil. Nächster Tipp. Wenn du wenige Herzen hast oder keine gute Rüstung trägst, solltest du Feinde besser meiden. Ja. Das sind Tipps. Ja, guck mal, wir können ab dem Stein wieder, alles klar. Aber ist unsere Karte Aufnahme gespeichert? Shit, ich will keine Aufnahme machen. Okay, wo ging's nochmal runter? Da. Hilfe! Plumps. Chomsky bedankt sich für den Test. Ja, da sind wir serviceorientiert. Immer gewesen. Vielleicht kannst du genauso von Plattform zu Plattform hüpfen. Da ist jetzt wieder das Parkour-Element. Das besagte. Kämst du denn da jetzt hoch? Wahrscheinlich kannst du daran hochklettern, ne? Mhm. Ich befürchte, dass wir das ein oder andere Mal machen müssen. Ui, wo ist er? Oh! Ist das Ihnchen wieder? Ja. Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Wirklich? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Ich weiß nicht. Ich verstehe schon. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 10 Jahre her, da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, einst stolzes Wahrzeichen des Königreichs. Und du? Du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen? Habe ich recht? Ja, es drängt mich wirklich sehr. Das dachte ich mir. Oh.
Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jähen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Hashtag Fallschaden. Wenn man allerdings, wie ich, ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon ganz anders aus. Parasegel? Hoho, hast du es eben nicht gesehen, als ich hier gelandet bin? Doch. Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Ach, nicht schon wieder. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Komm, Freddy, Bus bauen. Eine vergessene Welt. Aha. Tagebuch öffnen. Hier kannst du alle Missionen nachlesen. Folge mir. Erstmal Mission nachlesen. Alter Mann. Nach dem Abstieg von dem Turm hat der alte Mann dir erzählt, dass das Königreich Hyrule, das einst vom das ganze Land einnahm, vor 100 Jahren durch die Verheerung Ganon zerstört wurde. Oder Ganon, ist das die Frage, aber... Ich sag Ganon. Du sagst Ganon, Ganon, deswegen passe ich mich an. Aber Ganondorf kenne ich nur als... Ganondorf. Um das Plateau zu verlassen und zu Schloss Hyrule zu gelangen, brauchst du das Parasegel des alten Mannes. Er will es dir im Austausch gegen irgendeinen Schatz geben. Mhm. Die Ferne stimmt, aber das ist die andere Mission. Ja, genau, das ist geschafft. Okay, brauchen wir nicht lesen. Oh. Wir haben gerade einen Schokoriegel bekommen, als Belohnung. Schokoriegel! Danke. Einer nicht genannten Magge mit mehreren Schokomilchkammern. Also mir scheint es, als wäre es möglicherweise einfacher, uns so ein Segel zu bauen. Siehst du das da vorn? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt? Aha. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. Oh. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Aha. Du willst mein Parasegel haben oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Ich auch. Kannst du ihn angreifen? Das ist das Erste, was dir einfällt. Den alten Mann umbringen, um ihn seinem Parasegel zu klauen. Der hat doch irgendwie was. Der hat Dreck am Stecken, aber ist doch okay. Wer hat in dieser Welt keinen Dreck am Stecken? Hat halt keinen Dreck am Parasegel. Wenn wir das kriegen, will das schon schön vorher mal durchwienern. Okay. You gotta fight. Alter, willst du es mit allen aufnehmen? Moin! Kommt her! Okay. Fuck, falscher Knopf. Dann wieder falscher Knopf. Der Boxschild zerbricht gleich. Shit. Ich hau ab. Okay. Na gut, gewonnen. Alter, in dir steckt ein Pfeil. Oh! Jetzt hast du ihn gelootet. Holzpfeil, die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Aha. Wer hätte das gedacht? Boah, ist ja schnell. Genau, einzeln. Zack! Neues Boxschild. Loot, loot. Der Dude da unten ist Wasser gefallen? Mhm. Boah, schwimmt da langsam. Vielleicht kannst du kraulen. Attacke! Kein Nahkämpfer. Ist da jetzt noch ein Schild wieder abgefallen? Er schießt auf dich. Mein Schild ist weg. Warte, neues. Wir müssen uns ein bisschen eingrooven, Leute, aber das wird. It could. 3 Schaden hält das aus. Hoch da. Okay. Kann der Nahkampf auch? Der Bockwind? Stimmt. Oder nur Schwert? Bogen. Bogen! Ah, und gesäubert? Schönen Kopf. Heißt es gesäubert? Nehmen. Bockbogen? Primitiver Bogen eines Bockblinds, der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusskraft erwartet, wird enttäuscht werden. Hey. Ich bin also der Bogenschütze. Wo ist jetzt dieses Ding? Da hinten oben drauf. Schalte da mal hin, da leuchtet noch was. Ein Holzpfeil. Boah, so Energie, ey, ist so schnell aufgebraucht.
Speiseschwert. Ah ja, schon. Oh, es kam wohl gerade ein Tipp zum Schnellwechseln von Schilden und Waffeln. Waffeln. Sorry, Freutscher. Ja, okay, das Schwert möchte ich gern haben. Kannst du den Tipp auch mir nennen? Weiß ich nicht. Also, Digi hat den gerade. Hat es gerade gesagt. Vielleicht sagt er nochmal Bescheid. Und Wadi ist vom Spiel mitgenommen. Pop. Das ist schön. Hm? Ich find's auch ziemlich fett. Coole Atmosphäre bisher. Ich finde das irgendwie einfach irgendwie lässig, dieses postapokalyptische und bedrohliche gleichzeitig. Aber irgendwie die Welt, also die Farben sind auch eigentlich, sagen eigentlich was ganz anderes, ne? Oh je, wir können nicht unendlich schwimmen. Hätte das los, wäre ich nicht gesprintet. Das ist schneller. Ja, aber ich guck mal, ich bin gleich tot. Ja, schwimm mal schneller. Ja, dann ist da, da brauche ich mehr Energie. Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ah, okay, alles klar, kein Problem. Wenn du die Pfeiltasten gedrückt hältst, kannst du mit dem rechten Stick schnell wechseln. Oh, und pfeifen kann ich auch. Achso, ich dachte, du gehst. Zeig uns einen Loser. Du wolltest gerade zu einer herzlichen Verabschiedung ansetzen. Ja. Ja, ich bin gestorben, danke. Okay. Ach, ich habe nur noch so wenig Herz, deswegen blinke ich so wild. Dann nimm doch mal jetzt noch einen Apfel. Ach ja, gut. Ah, nein. Kinder, wir üben noch. Okay, ich esse einfach mal den jetzt hier. Oha. Das ist nicht so viel. Die gibt's ja auch wie Äpfel an Bäumen. Okay, Moment. Jetzt. Körper! Schön entspannt rüberpaddeln jetzt. Kein Stress. Guck mal, wir können noch einfach rüberlaufen. Wäre drin gewesen. Oh, ob da unten was drin ist? Deine blauen Augen. Mental. Was, wenn ich einfach stehen bleibe? Ah ja, guck mal, so hätte ich auch überleben können. Ja, und dann? Ja, dann kommst du kommst da nicht weg. Ach jo, er lädt ihn nicht auf. Nee, der hängst du da. Aber vielleicht hättest du einen Apfel essen können dann. Ein Wasserapfel. Er ist pfiffig im Klettern, der Gute. Da bin ich nicht hochgekommen, sag ich ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ich weiß, wie es ist. Ach, guck mal, da oben wird es auch angezeigt, das Schnellwechseldings. Ach so, ah ja. Sehe.